Ein 540k Spezial-Roadster, Baujahr 1936, Wert 11 Millionen Euro. Für den Sultan von Johor in Malaysia. Der Sultan, der war schon auch zweimal hier, kommt natürlich mit seinem großen Flugzeug nach Stuttgart. Und wenn man ihn sieht oder wenn man ihn begegnet, dann ist es ein Mensch wie du und ich in Jeans. Also er hat keine Extra-Varianten oder irgendwelche Spezialitäten, sondern liebt die Autos und ist ein freundlicher Sultan, wie man sich eigentlich so kaum vorstellen kann. Sultane, Könige, Unternehmer, Promis, alle gut betucht. Das sind Klaus Kienles Kunden. Er selbst ein bescheidener, bodenständiger Schwabe, der noch mit 73 jeden Tag ins Geschäft geht und auch mal selbst Hand anlegt, wenn Not am Mann ist. Schon als Jugendlicher schraubte er gerne an Autos herum. Also mein Vater, der wollte eigentlich, dass ich Kaufmann werde, bei ihm im Geschäft. Der war Fernfahrer und da hat er gesagt, du kannst bei mir im Geschäft. Mein Chef, der sagt, du wirst Kaufmann. Aber dann hat sich meine Mutter mit mir durchgesetzt, sagt, nee, wenn der Junge Mechaniker werden will, und Mechaniker geht immer, und Autos hat man immer, dann soll er Mechaniker werden. Und so machte Klaus Kienle bei Daimler eine Lehre als Kfz-Schlosser, später seinen Meister, arbeitete über 20 Jahre im Unternehmen. Weil Daimler Anfang der 80er Jahre nicht viel mit alten Autos anfangen konnte, riet ihm ein Freund, restaurier die doch selber. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe in Wohnhaus, Garage, dann habe ich gedacht, okay, da kann mal ein Auto kommen. Aber nach 14 Tagen war die ganze Straße voll mit 300er, 600er, wo die Leute gesagt haben, ich stehe in der Niederlassung von Mercedes. Dann ging es Schlag auf Schlag. Bald hatte Klaus Kienle die halbe Welt in seiner Garage in Rutesheim, musste vergrößern. Seit 1990 schenkt er in Heimerdingen alten Luxuskarossen ewige Jugend. Das ist fertig, der Sitz? Das ist fertig, ja. Das ist auch so original, wie der Kunde das ja haben wollte. Okay. Hier diese. Heute bereiten 85 Mitarbeiter die Mercedes-Klassiker auf. Dabei geht es nicht nur um die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Auch die Seele der Prachtstücke muss erhalten bleiben. Die Seele vom Auto ist halt immer, wenn so viel wie möglich original bleibt. Also dass man immer das guckt, dass man keine Teile rausschneidet. Und das Wichtigste ist halt, so gut wie möglich dann im Originalen auch restaurieren. Das heißt also, die Farbe, das Leder muss dann so sein, wie das Fahrzeug das Werk damals verlassen hat. Deshalb hat Klaus Kienle nach eigenen Angaben das größte Ersatzteillager der Welt. Seit Jahren wird er von seinen beiden Söhnen unterstützt. Alexander ist für die Technik zuständig, Mark kümmert sich um den Verkauf. Also müssen wir den Kunden mal anrufen, ob man da noch verhandeln kann, wie bei einem Preis dann. Also der genau. Hat großes Interesse. Der hat Interesse, den Eigentümer müssen wir jetzt halt kontaktieren. Ja. Mit dem Handel von Luxuslimousinen verdienen die Kienles mehr als mit ihrer Restaurierung. Ein florierender Familienbetrieb. Sind sich Vater und Sohn immer einig oder gibt es auch Reibungspunkte? Also wir sind uns meistens einig, aber Reibungspunkte, die gibt es natürlich auch. Das ist ganz klar. Also sagen wir, zwangsläufig. Da gibt es dann doch schon jugendliche Meinungen und da, wo ich sage, ja, das kann man nicht machen. Aber meistens werden wir uns immer einig. Zum Glück sind Legenden auf vier Rädern nicht nur zum Anhimmeln da. Sie müssen auch gefahren werden. Ein Leben für Traumautos. Da kamen die Frauen manchmal zu kurz. Deshalb sitzt heute Celia auf dem Beifahrersitz, eine sibirische Husky-Dame. Also wenn ich bei Mercedes war und ich bin abends heimgekommen, dann bin ich in die Garage gegangen, habe dann nachts bis um 1, 2 gearbeitet. Und da hat natürlich die Frau schon gesagt, also ich weiß gar nicht, bleib doch gleich in der Garage. Also die Autos waren dann schon im Prinzip an erster Stelle. Inzwischen ist Klaus Kienle geschieden. Aber er bereut keine Sekunde, das getan zu haben, was ihn von ganzem Herzen erfüllt.